Einen wunderschönen Freitag ab 1, heute aus Wolgast, weil ich an diesem Freitag in Wolgast bin. Gleich geht es dann noch auf die Insel Usedom da bin ich ein bisschen als Landesvorsitzender unterwegs heute. Heute Abend ist noch Landesvorstandssitzung, aber das ist nicht das, was wir als Wochenkommentar vorgesehen haben. Was habe ich diese Woche gemacht? Eine ganz wichtige Geschichte war am Mittwoch auf der Insel Rügen in Prora bei der großen Party zu 20 Jahre Freiwilliges Soziales Jahr in Mecklenburg-Vorpommern dabei zu sein. FSJ, wirklich eine schöne und wichtige Geschichte, und ich hoffe, dass es auch noch ein bisschen attraktiver wird durch die Neuerungen, die es jetzt gegeben hat. Also es gibt ja ein bisschen mehr Geld dann für die FSJler ab 1.7. Und insgesamt wird es natürlich eine spannende Sache sein, zu sehen, wie sich das alles weiterentwickelt. Auf jeden Fall kann ich nur alle motivieren, für die es in Frage kommt, ein FSJ zu machen. Das ist, glaube ich, für die eigene Entwicklung eine ganz gute Sache. Und es hilft vielen, die darauf angewiesen sind, dass es Unterstützung gibt. Und eine zweite Sache, die ich diese Woche ganz wichtig finde: wir haben zu viel Geld. Also in Deutschland, meint die Bundesregierung, scheinbar. 10 Milliarden Steuerentlastungen soll es geben, weil die Steuereinnahmen so hoch sind. Ich frage mich natürlich ganz besorgt, wer kommt auf diese Idee? 10 Milliarden Steuerentlastungen bei den Problemen, die wir im Bundeshaushalt haben. Der Kita-Ausbau geht nicht schnell genug. Wir haben eine Bundeswehrreform, die teurer wird, als sie vorher war. Da brauchen wir Geld dafür. Die Wiedereingliederungsmaßnahmen bei der Bundesagentur für Arbeit werden brutal zusammengestrichen. Dieses Jahr 700 Millionen, nächstes Jahr nochmal über 1 Milliarde. Und plötzlich kommt die Bundesregierung auf die Idee, wir hätten zu viel Geld und könnten Steuern senken. Das funktioniert so nicht. Wir brauchen eine ganz andere Steuerpolitik. Das heißt also, endlich wieder eine ordentliche finanzielle Belastung der Konzerne gewährleisten, Spitzensteuersatz wieder anheben, Vermögenssteuer grundgesetzkonform wieder einführen. Und dann haben wir auch das Geld, was wir brauchen, um, das müssen wir nämlich tatsächlich auch machen, die kleinen und mittleren Einkommen steuerlich zu entlasten. Das würde Sinn machen, aber das hat die Bundesregierung noch nicht verstanden. Nächste Woche ist wieder Sitzungswoche in Berlin, da habe ich also eine Chance, Ihnen das wieder zu erzählen. Ob es geklappt hat, verrate ich nächsten Freitag.